2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 91, 95. Glas brauche ich. Hallo? Jemand da? Hallo? Ui. Ui. Das sieht ja interessant aus. Hallo? Hallo? Keiner da. Ui, der Herr Tyrox ist da. Oh Gott, was habe ich gesagt? 95 Glas. Soll er mir gleich zwei Stapel machen? Hallo. Hallo. Sind Sie auch mal wieder wach? Ja, ich. Ja, Sie waren müde. Sehr müde. Ja. Ich habe ein Anliegen. Ja. Ich brauche Glas für mein Haus. Ja, alles klar. Und zwar zwei Stapel. Zwei Stapel. Warte mal, das. Dann haben Sie. Das. Nee, das ist vom Herrn Tobias. Oh. Ja, gut, okay, dann kümmere ich mich darum. Und ich bräuchte eventuell wieder Äxte und Schwerter. Denn, ja, ist der Verschleiß bei den Monstern, die hier auftauchen, ist sehr hoch. Okay, ja. Ressourcen habe ich zur Not bei mir im Haus, also. Nee, ich, wenn Sie wollen, könnte ich was aus Eisen zaubern, oder? Oh, sehr gerne. Es ist um einiges stabiler als primitive Steinwaffen. Oh, das ist gut. Und ich bräuchte eventuell noch ein, zwei Silberschwerter. Denn, Silber? Ja, denn vor kurzem waren hier Werwölfe in der Stadt, die ich konnte zum Glück, dadurch, dass ich hier mittlerweile Hunde habe, einen töten mit dem Schwert hier. Das ist jetzt leider kaputt. Dann bin ich aber leider von dem nächsten getötet worden. Ich habe aber mitbekommen, dass die Silberschwerter sehr effektiv gegen die sind und ich möchte auch nicht mehr außer Haus ohne Silberschwert, denn, ja, wie soll ich sagen, mir hat da jemand etwas gezeigt, dass ich mich in der Stadt nicht mehr sicher fühle. Wie was gezeigt? Also. Das bleibt aber unter uns.
Also, wenn Sie es mir nicht erzählen wollen, dann ist Naja, okay. Also. Ihnen vertraue ich ja. Der Herr Tobias ist ein Werwolf. Das hat er mir gezeigt und ich verachte diese Tiere. Die haben mich getötet, wenn man hier so rumläuft, die töten jedes Tier. Die Hunter haben auch nicht wirklich eine Chance. Und ich Ja, fühle mich nicht mehr sicher, wenn er dabei ist. Ich könnte für Sie ja ein Schwert aus Silber herstellen. Oder, naja, herstellen. Ja, herstellen schon, aber ob ich die Materialien vom Herrn Tobias bekomme, Also, ich sag's mal das. so, Ja. wir könnten ja bei ihm einfach mal ins Lager gehen. Ich war dort heute drinne, um Nachforschung anzustellen, wieso, weshalb, warum er ein Werwolf ist, uns das verheimlicht. Und er hat gutes Zeug aus der Mine unten gesammelt, dadurch, dass er jetzt auch Verstärkung hat. Verstärkung. Ja, es sind drei neue angekommen. Und Drei. ja, zwei davon wohnen dort in dem Steinklotz. Das sind Magierlehrlinge. Und dann ist noch einer, der wohnt da hinten in dem Haus, was schon fast fertig ist. Der hat alles mit Technik am Hut. Und ich glaube, einer von den Magiern hilft noch mit in der Mine aus. Aber Okay. die scheinen gerade alle zu schlafen. Ja gut. Also eigentlich möchte ich ja jetzt nicht wirklich ungefragt in Tobias Lage gehen, aber wenn Sie sagen, ja, nicht, dass es dann heißt, ne, Sie haben mir das gestohlen und ne. Naja, dann kann ich immer noch sagen, es war meine Idee und dann bringe ich den Punkt auf den Tisch, weil ihm einfach nicht mehr vertraut wird. Wer weiß, ob er nicht dieses Silbererz sogar noch verschwinden lässt, nur damit man ja nicht mehr so sicher ist in der Stadt und er uns vielleicht noch alle verwandeln tut. Ich möchte ungern so ein riesiges Pelzvieh werden. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, gut, aber wenn wir bei ihm gucken, dann nehmen wir dann höchstens nur das Silber mit. Ja, das reicht. Ja. Ui. Und wie Sie sehen, in der Stadt hat sich auch einiges getan. Diese roten Bäume die habe ich heute mal alle weggemacht, weil diese Schmetterlingsplage, die war nicht mehr auszuhalten. Ach, und die Schmetterlinge kommen dann also über die. Die kommen wegen den roten Bäumen. Was hat sich denn hier? Ich habe Eieiei. zwei Silbererze rausgenommen. Das wird ja wohl reichen. Ja. Ach, hey, was hat der denn alles gesammelt hier? Naja. Naja. Ich frage mich auch, warum so viel Essen und eine große Menge an Fleisch immer hier drin in den Kisten ist. Vielleicht. Puh. Puh, echt. Befragen Sie mich jetzt.
Ja, das glaube ich. So eine Sache, um so viel Zeug von Monstern. Monstern und Tieren und hä? Das kommt halt, das sieht halt schon fast so aus, als ob er irgendwie die Monster beschwört. Und nachdem ich mit dem Herrn Melvin ja in dem Dorf diesen Käfig gefunden habe, wo die Monster auftauchen, was die angeblich zugesperrt haben, damit die nicht rauskommen, und da unten in der Mine dieser Raum, ich vertraue dem Herrn Tobias keinen Meter über den Weg. Ja, also zur Selbstverteidigung würde ich, Sie haben die zwei Silber, Ja, richtig? ich habe die zwei Gut. Silbererz. Dann würde ich die rasch in der Schmelze schmelzen lassen und würde dann Ihnen das Schwert dann einfach übergeben, aber so, dass Herr Tobias es nicht dann mitbekommt. Einfach, Sie dürfen einfach in mein Haus kommen. Gehen Sie bis ganz nach oben. Da sind Kisten, da können Sie das Schwert reinlegen. Und ja, wegen den Eisensachen, das können Sie dann mit dazu packen. Ich muss erst mal zu so einem ja, Heini gehen, der von mir Knochen und verrottetes Fleisch möchte. Der hat mir da so eine Aufgabe gegeben und der sah auch nicht wirklich gesund aus. Naja. Ja. Was ist schon gesund in dieser Welt? Das frage ich mich seit Ankunft, seit der Ankunft. Naja. Aber was soll's? Ja. Und für den Herrn Melvin habe ich heute auch was bekommen, denn ich war unterwegs und da sind aus so einer Art Portal Zauberer rausgekommen. Die haben so ein schwarzes Buch fallen lassen. Und das will ich dem Herrn Melvin geben, weil er ja Zauberer ist. Vielleicht findet er in dem Buch ja irgendwas, womit wir diese Werwölfe vernichten können. Ja, das wäre super. Das wäre echt super. Und ich versuche mich darin mal irgendwann mit den Huntern in Kontakt zu treten. Vielleicht haben die ja eine Idee oder einen Trank oder sowas. Mal schauen, wenn sie irgendwann mal mit mir reden wollen. Naja, noch was mit auf dem Weg. Falls Sie Tobias auch nicht vertrauen. Also dieser Nico oder Nick, was weiß ich, wie der heißt, er hat mir seine Gestalt auch gezeigt. Sie wissen schon, Werwolf. Okay. Aber gegenüber, also niemand war in der Nähe. Wir waren außerhalb der Stadt und ja. Also mir hat er nichts angetan, deswegen vertraue ich. Vertraue. Ja, Jetzt, wo ich gesehen habe, was Tobias da hat, na, ja. nicht, dass er dann auch irgendwie so ein listiges Spielchen spielt. Möchte man nur hoffen, Ja. dass es bei den beiden bleibt, weil da könnte man zur Not ja noch alle aus der Stadt zusammentrommeln und ein Exempel statuieren oder erst einmal, keine Ahnung, herausfinden, wieso, weshalb, warum. Was, wieso, weshalb, warum? Also. Warum die bei uns hier in der Stadt leben und das geheim halten. Weil meiner Meinung nach haben wir alle ein Anrecht, das zu erfahren. Ja. Und ja, bisher wissen es nur Sie von dem Herrn Nick und ich von dem Herrn Tobias. Ja. Also, Herr Nick hat mir das gesagt. Der hat mir das ganz freudenfröhlich einfach so
so neben daher gesagt. Okay, der Herr Tobias hat mich hier in seine Höhle reingeholt und... Vorsicht. Oh, das war der Falsche. Ach Sie Gott. müssen diese Rüstung ablegen. Ich verwechsel sie sonst noch mit diesen Klappergestellen. Ja, aber. Ja. Vielleicht können Sie ja versuchen, aus dem Eisen irgendwie eine Rüstung herzustellen. Ich Oder, schätze leider so viel. apropos, der Herr Tobias hat mir auch noch gesagt, er hat unter der Erde ein Erz namens Diamant gefunden. So ein Kristallit, ne? Kann sein, ich hab's nicht gesehen. Er hat es mir nur gesagt, dass er es gefunden hat. Und wenn er ihnen das zeigt und überlassen sollte, und das wirklich so ein hartes Metall Ja. ist, einfach mal versuchen, eine Rüstung daraus zu machen, die den ganzen Körper bedeckt. Ja. Dann Ja, werden. kommt halt immer wieder auf die Menge an. Ja, aber dann werden wir eventuell geschützt vor den Bissen von den Werwölfen und hätten vielleicht eine minimale Chance, diese dann auch hier aus der Stadt zu vertreiben, zu töten oder erstmal gefangen zu nehmen. Naja, ich wäre erstmal für gefangen zu nehmen und sozusagen fragen, was sie hier überhaupt wollen oder warum, ne, wie sie eben gerade gesagt haben. Ja. 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 Ach so, und das hier ist halt der Herr Darko. Wie man sieht, Technikbetrieb. Drinne war ich jetzt allerdings noch nicht. Aber ja, sieht noch recht leer aus. Ja. Naja, da wird sich schon was machen. Da wird Ja, sich schon was tun. hoffentlich, weil Technik, ja, warum nicht? Naja, macht uns einiges, wie es aussieht, oder wie ich gehört habe, attraktiver. Vielleicht Irgendwas. entwickeln die dann auch irgendwas, dass man keine Leitern oder Treppen steigen muss, sondern so eine Art Fahrstuhl. Das wäre für mein Haus praktisch. Da könnte ich den Dreck endlich mal rausräumen. Ja, nun gut, Ja, Sie kümmern sich um das Schwert. Silberschwert und ein paar Werkzeuge und, ne? Ach, ja, und könnten Sie, ich weiß nicht, dieses Schwert, das ist ja jetzt kaputt. Ja. Kann man das vielleicht noch irgendwie verbessern, dass das mehr Schaden macht oder so? Verbessern schon mit bestimmten Materialien tatsächlich, aber mit wenig Ressourcen komme ich da nicht weit. Das ist ein spezielles, wie hieß es? Ich weiß es nicht. Ein spezielles weißes hartes Gestein, aber nicht sowas wie Silber, sondern es ist sowas, ja, so pulverartig. Okay. Apropos pulverartig, das so ein rotes Pulver, das gibt es tatsächlich auch noch, womit man das verbessern könnte. Rotes Pulver. Das war ebenfalls in der Kiste von Herrn Tobias. Kann das sein, dass das manchmal diese komischen Frauen, die hier Flaschen nach uns werfen, fallen lassen? Weiß ich nicht. Ich habe nur diese leuchtende Fragmente bekommen. Die gelben, ja. Und Die gelben. die aber in Rot. Die in Und Rot. davon habe ich 4 Stück. Ich weiß aber nicht mehr, woher ich die habe. Ich habe. Naja, mit 4 Stück, da können wir leider auch nicht weit. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich eine einige Haufen, Okay. um irgendwas herauszu. Ich würde sagen, ich lasse ihn einfach freie, Ja. ich lasse ihn freie Hand. Experimentieren Sie einfach rum. Und es dient ja dann im Grunde zum Schutz der Stadt.
Und Bezahlung mäßig, da wird man sich sowieso einig. Ja, keine Sorge. Also Bezahlung ist bei mir jetzt momentan eh noch kein Problem. Es ist ja nicht. Ja. Okay, ja, okay. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal aufmachen zu dem komischen Typ, der die Knochen und dieses alte Fleisch möchte. Ach, und eine kleine Info bei dem alten Ja. Seth. Da sitzt einer und, Seth? ja, bei dem alten Seth, Was? da sitzt einer und angelt. Der hat mir auch eine Aufgabe gegeben. Irgendwas mit Fischen. Vielleicht, wenn Sie noch nicht dort waren, besuchen Sie ihn einfach mal. Das ist ein sehr Ja. fröhlicher Geselle. Ja, gut. Ja, gut, okay. Wenn ich Lust und Zeit habe, dann geht mir. Alles klar. Okay, Gut. dann hören wir uns wieder. Ja. Gut, dann einen schönen Tag noch. Ihn auch.